Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. ATF-68 on Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, JTF-68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue ihm. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zurecht. Willkommen am Hudson Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Das ist übel, echt übel. So einfach aufzugeben und abzuhauen. Wie stehen wir denn jetzt da, Mann? Ich verstehe, warum wir dieses Zeug tragen müssen. Aber mal ehrlich, man fühlt sich wie in Pappmaché. Man kann nichts machen. Ist total hilflos.
danke. Das bedeutet mir wirklich viel. Schon gut. Sie müssen nicht auf mich zielen. Locker.